Gut, fangen wir an. Das ist etwas Besonderes. Oh, Gnade unseren Feinden. Komm zurück, wenn du etwas von Bedeutung erfahren hast. Kota, Oryx, was kommt als nächstes? Danke. Sehr gut. Es wird nie vorbei sein. Die Vorhut will die Titanendaten. Ja, Titan? Du bist die Beste, die wir haben, Hüter. Ich weiß, dass du deine Pflicht erfüllen wirst. Vorsicht, es ist immer noch sehr gefährlich da draußen. Angeblich wurden beim Höllenschlund Gefallenen-Spleißer gesichtet. Sieht aus, als jagten sie einen Oger. Sorge dafür, dass sie sich nicht noch mehr Nachschub für ihre widerlichen Experimente schnappen.
Keine Zeit zum Sightseeing, ihr beiden. Begebt euch zu den Beschwörungsgruben, bevor die Teufelsspleißer noch mehr Abscheulichkeiten in die Hände bekommen, an denen ihre Priester herumspielen können. Und mit herumspielen meinst du foltern, vivisezieren und ausweiden? Tja, wenn du das so ausdrückst, dann tut mir die Schar fast leid. Eigentlich die Schar. Das erscheint mir doch eine sehr gefährliche Wahl. Die Spleißer spielen Gott. Sie betrachten Siva als Mittel, Leben nach ihren Vorstellungen zu formen. Die Schar sind nur die Opfer der Neugier der Spleißer. Man muss schon das Durchhaltevermögen der Schar bewundern. Sie schließen dieses Tor jedes Mal. Jedes Mal. Die Schar will nicht, dass wir oder irgendwer sonst...